Das Spiel ist bemüht, 98%. Sie wird geladen. Und mal gucken, was jetzt kommt. Nächstes Spiel gegen Boston. Du hast dich als NBA-Spieler etabliert und einen Saisonvertrag unterschrieben. Geil! Kannst du auf dem Kalender dein nächstes Spiel auswählen? Für bestimmte Spiele bekommst du mehr Money, wenn du sie spielst. Für simulierte Spiele bekommst du gar nichts. Wähleweise. Ich spiele natürlich jedes Scheißspiel, meine Freunde. Gegen Boston. Rondo dürfte nicht mehr in Boston spielen. Rondo müsste schon in... Obwohl, wenn es zeitversetzt ist, im Februar war er noch in Boston. Weil er müsste schon in Dallas sein. Der gute Rondo. Hat ja bei Dallas gesigned. Tolles Team, muss ich sagen. Muss ich echt sagen. Sehr, sehr starkes Team. Aber hier sieht es auch nicht leicht aus. Was wir hier so vor die Nase gesetzt bekommen. Und das Spiel ist mal immer, wie immer bemüht. Ladezeiten hat es einige im Petto. Also heute gegen Boston, morgen gegen die LA Clippers. Und da ist er, Rondo. Rudy Gay. Und die amerikanische Nationalhymne. Okay, ich gehöre noch nicht zu den Startern, aber das habe ich auch nicht angenommen. Vielleicht habe ich etwas mehr Spielzeit gekriegt, da habe ich gerade eben gar nicht drauf geachtet. It's go time. Check in. I'm on. Mein erstes NBA-Spiel als Vertragsspieler. 2 Minuten 45 auf der Uhr. Viel mehr Zeit habe ich immer noch nicht bekommen. Die spielen da so schlecht. Evans, der erstmal die halbe Zeit hinter dem Verteidiger. Nice move. So, und wir dürfen direkt gegen Rondo ran. Easy breezy ist on the court, baby. You know, it's nerve-wracking to be on a 10-day contract, but he just kept his head down and worked and was rewarded with the contract. You gotta give the Celtics credit, though. Nice, Dan. Nice dunk. Was war das denn? Ich hab mich verdrückt, ich wollte einen Pump wegmachen und er ist einfach hochgegangen und hat geschossen. Weak, weak, weak. Und der Assist kommt nicht, Alter. So bad, so bad. Rondo kicks to Bradley. Here's Solinger, rejected by Evans. His touch has disappeared on him this quarter. He just hasn't been able to get it going. Gay drives in. Nice. For the easy two. Credit the assist on that one. Those defenders look like they're out of gas. I mean, they're getting pushed around on the low block. Well, their energy is lacking. They've got to start playing harder and battle down in
So, Rondo kann ich ein bisschen Raum geben. Das ist kein guter Schütze ab der Dreierlinie, soweit ich mich entsinne. Das ist natürlich allgemein Starspieler von nicht zu unterschätzen. Nice. Und wir führen mit einem Punkt hier in Sacramento, erstes Heimspiel. Boston making some changes. Celtics trailed by 12. Well, it's been said about Rajon Rondo that he's the smartest guy in the room and also might be the most stubborn. He's got a terrific IQ for the game, but he's opinionated. We've seen him butt heads with coaches in high school and college. Okay, wir führen jetzt mittlerweile schon mal 9 Punkten. He's a winner, a champion, and a terrific point. Well, you're right. It has fueled his run. Whether it was a Kentucky, among some very important players, Hall of Famers like Allen and Garnett and Paul Pierce, he made a move that just to kind of cover the clutter and show that he could be a leader. Easy breezy in at point guard. Evans is out there with DeMarcus Cousins, and there's Rudy Gay, and it's McLemore and the two. So that's the five in the game for Sacramento. Let's go to our sideline report. Nice dunk, baby. Sie entfesseln den Dreierregen hier. Und Punkt mit Foul. Geile Sache. Doppelmove plus 1. Und jetzt wird er den Freiwurf machen. Baby. Easy Breezy is back in town, bitch. Nein! Halbzeit, Halbzeit, Halbzeit! Ja, das ist nicht doch mal eine erfolgreiche erste Hälfte. Mal gucken, ob der Coach uns sogar noch mehr Spielzeit gibt. Gegen Boston dürfte mir das ganz gut gelingen, hier noch ordentlich Punkte zu machen. Okay, Fellas, nice Jobs. Boston gibt ziemlich viel Raum, um zum Korb zu ziehen. Sessions subbed in for Ben McLemore and a new group in for the Celtics. Vitor Fabarani's checked in for Olynyk. Pass comes in for Jared Sollinger. Evan Turner. Mein Gott, jetzt eiert er noch nicht so lange rum. And it's Thornton in for Brandt. On the floor for Boston. We have Vitor Fabarani. Evan Turner is out there with Brandon Banks. And it's Thornton. And it's Rondo in for one. Nice, nice. Time off record und sofort springt das Maskottchen rein. Und grätscht erstmal alle um. Changes for Sacramento. Stauskas comes in for Rudy Gay. And easy breezy subbed in for Darren Collison. Well, the history of college coaches switching over to the NBA is pretty daunting. Brad Stevens and the Celtics can't worry about those who came before. He's just got to be himself. He was well regarded in Boston. Despite the fact that they went through a rebuilding process last year, he did a really good job. Super defensive play. I mean, if that pass
pass gets through, it's probably 2 points. And he knew that. He knew if it gets through, it's a score. So that's why he sold out for it and got a hand on it. The feed to Sessions. Six to shoot. And that's a foul called on Ramon Sessions. Oh man, ist das schlecht. Sessions ist schon so ein kleiner Egoman, der gibt mir nie den Ball. Dankeschön. Coach Stevens enjoying great success in his 5 seasons as coach of the Butler Bulls. Yeah, had a terrific, historic run. 2 consecutive trips to the NCAA title game in 2010-11. Courtside calling sure those did. Games. A 25-game win streak, one of the brightest minds in the game. Nein, nicht weglaufen. They clearly believe in his abilities, as do I. That's good. 11 left here in the third quarter. Sacramento leading by 12. Here's easy breezy. 8 points for him. Dass er nicht ankommt, der Ball, und wie kacke der noch läuft, der Typ. Rondo drives in. And the shot counts. He's fouled, and it's a chance for a 3-point play. Schlechtes Foul hier. Oh, jetzt geht's gerade bergab mit Easy Breezy. Wallace is checked in. Last season, Sacramento Kings crowd set a world record for the loudest roar in indoor sports stadium. Talk about analytics being used. In and out. Case in point, folks, 126 decibels. Now, 127 is where you can cause permanent hearing loss. My hope and prayer is that the record stays at 126. Started by Thornton. Thompson. Paul took the contact and tried to throw a tap over the top, but instead he'll shoot free throw. Nice job there, attacking the rim and drawing the contact. Yeah, I like that play. Wenigstens die Punkte bekommen. Also meine persönliches Rating aufgebessert für den Pass zum Foul. Wäre ja quasi auch ein Assist geworden. Solide erste Hälfte und ganz relativ solide drittes Viertel. Kommen wir im vierten nochmal rein, sogar mit 4 Minuten noch auf der Uhr. Schlechter Specht. Landry and Cousins patrol the paint. McLemore is out there with Collison. And it's Gay in at the small forward. That's the 5 out there for the Kings. Bradley with the ball. Now defended by McLemore. And Sullinger kicks to Rondo. Back to Sullinger. Pass to Rondo. 11 feet away. Here's Olynyk. And a good offensive board. And he gets the ball. Olynyk's got 5 points now in the corner. Und da komme ich rein mit 3:40 auf der Uhr. To the left wing. Easy breezy passes to Gay. Kings moving the ball around. Here's Cousins. Cousins with another miss. Celtics trailed by 5. Mark, they've been looking out of sync offensively. You know what? A basket here would do a lot for their confidence. Bradley dishes to Rondo. Back to Bradley. Clock at 6. Rondo kicks to Sullinger. Here's Easy Breezy. He's covered by Rondo. They get it back. Landry no good. Landry macht's auch nicht gut. Good rotation. No doubt about it, Steve. He's a real presence inside. Takes up a lot of space. Well, they found the touch here in the second half from the field, and everything else we talk about, folks, rebounding, defense, all of that, this game is still about making shots. You got to put the ball in the basket. That's the
Two free throws for the contact right there. Excellent game we've seen from DeMarcus Cousins. 10 points to the steal. Let's just take a moment to appreciate the all-around effort that he's put in here today. The numbers tell the story, Steve. He is filling up just about every column. Ja, Cousins wird hochgelobt. Mit 10 Punkten und einem Steal. Dann wird Zeit, dass ich auch nochmal ein paar Punkte mache. So zum Beispiel. Hart zum Korb ziehen gegen schlechte Verteidiger. So wie Rondo es scheinbar ist. Aber sie kommen aber relativ gut wieder ran. Nur 14 Punkte Unterschied. Das war mal mehr. Nice Rondo. Dankeschön. Perfektes Timing hier. Und immer noch 100% Freiwurfquote. Yes! Und da war Platz. Und der Coach will mich glücklicherweise gar nicht mehr vom Feld schicken. Hoffentlich fällt für den zweiten auch noch. Da haben wir schon 10 Punkte Unterschied. Sehr schön, danke. Nice, das wird auch ein erfolgreiches Spiel hier in Sacramento. Das erste richtige NBA-Spiel ohne 10-Tages-Vertrag. Ordentliche Leistung mit einem B. 425 Münzen verdient. Ja, das war doch ganz nett, ne? Dann gucken wir uns mal unsere Score-Liste an und mal schauen, ob jetzt noch eine kleine Zwischensequenz kommt. Ansonsten bin ich damit erstmal sehr zufrieden. Zu Hause, später in der Woche.
Yo, so what's up? It's not every day that you in the hood. Just wanted to drop a little knowledge your way. We're in an exclusive club. A lot of people think the NBA life is easy, but I know different. There are ups and downs, pressures most people don't got a clue about. Wanted to make sure you're dealing okay. Oh yeah, man, I'm good. All right, because if I've learned anything, is that you have to tune out all of the noise. Only thing that matters is what happens between the lines. Do the work, listen to the coaches, and the results will take care of themselves. Because at the end of the day, it's not about the money, the nice hotels, the private jets. Remember that and you'll be fine, all right? Yeah, man, I get. Okay, die Sequenz ist spontan abgebrochen. Ich habe nichts gedrückt. I was in town with another one of my clients, Dante Exum, and had to see if the rumors were true. Guess they are. New digs. Look who's moving up in this world. I'm sure you already know Dante, the biggest player to come out of Australia since, well, since ever. He can run the point, move over to the two guard, whatever anybody needs. He's about to take the league by storm. Yeah, we'll see about that. And this is the man I was telling you about, Dante. Destined to be the biggest undrafted success in the history of the league. Ballin', making money, going places. Maybe, but he's gonna have to go through me to get there. Ha! Boy, you acting like that's a challenge. Take it however you want. You see what I mean on the court. fellas, let's keep it cordial. We're all in the same money-making family. Okay, ich hab schon gar nichts gedrückt und die Sequenz bricht wieder ab. Sprich für das Spiel und die Inhalte, die drin sind. Da kann man sie doch nur am Sack kratzen. Ohne Scheiß. Ja, das wird es eigentlich gewesen sein. Jetzt dürfte ich eigentlich ins Hauptmenü fliegen. Genau, und da sind wir. Mal gucken, was sich so getan hat. Orlando hat jetzt großes Interesse an uns, genauso wie Dallas. Wie viele Fans haben wir? 22 Minuten Spielzeit sind schon. Und Fans 62.832. Nicht schlecht, da tut sich einiges. Und wenn ihr das weiter verfolgen wollt, dann schaltet bei der nächsten Folge wieder ein, wenn es da heißt, EDOTV spielt NBA 2K15. NBA 2K15 im Mein-Spieler-Modus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Channel. Bis dann.